Willkommen zusammen zu einer neuen Folge vom Autobahn-Polizeisimulator. Ihr habt sicherlich schon im Titel gelesen, heute ist der Tag gekommen. Ich habe ja in den letzten Tagen schon immer mal oder in den letzten Folgen immer mal angekündigt, ich weiß nicht mehr so ganz, was ich euch zeigen soll. Und das Problem haben wir jetzt auch wieder. Ich habe euch im Prinzip alles gezeigt. Ich werde jetzt nochmal heute einen richtig schönen Schichttag einlegen. Mit Einsätzen und sowas, aber ich kann euch nichts mehr zeigen vom Spiel. Ich habe das schon sehr überstrapaziert. Ich habe euch wirklich alles gezeigt, was ich euch zeigen konnte, was das Spiel hergibt. Was natürlich jetzt nochmal cool umgesetzt wurde, ist die Steuerung. Das ist übrigens auch eine Sache, weshalb ich euch das Spiel jetzt empfehlen würde. Man kann jetzt das Ganze auch mal richtig gut steuern. Das war in der Vergangenheit nicht so möglich, aber jetzt lässt sich das echt gut steuern und das macht es eben auch möglich, auch bei höheren Geschwindigkeiten noch die Kontrolle übers Auto zu haben. Schauen wir uns mal den Einsatz an, den nächsten, und fahren da natürlich auch mit Blaulicht und Sirene hin. Sieht man schon, das ist überhaupt nicht vergleichbar hier, das Fahrfeeling. Das ist auf jeden Fall verbessert worden, aber wie gesagt, warum? Das Ende ganz einfach, weil ich euch nichts mehr zeigen kann hier in dem Spiel. Ich könnte jetzt immer so weitermachen. Oh. Ach, so gut ist es dann doch nicht, aber es ist besser. Auf jeden Fall. Ich kann euch nichts mehr zeigen, wenn jetzt in den Kommentaren natürlich alle schreiben, also sagen wir mal, wenn da jetzt 20 Leute schreiben, bitte nicht aufhören, unbedingt weitermachen, dann mache ich natürlich gerne noch ein paar Folgen. Da müsst ihr mir aber in die Kommentare schreiben, was soll ich machen? Soll ich freies Spiel weitermachen oder soll ich den Karrieremodus weitermachen? Ja. Das. Oh, da muss ich kurz gehen. Das müsst ihr mir unten in die Kommentare schreiben. Aber ansonsten würde ich sagen, ist das Spiel zumindest vorerst pausiert. Beendet will ich nicht sagen, aber pausiert auf jeden Fall. So, jetzt biege ich hier mal ab. So. Boah, das war jetzt nicht ganz erfolgreich, würde ich mal sagen. So. Und dann fahren wir hier wieder auf. 20 Minuten kostet uns das. Ja, das ist halt das Problem. Wie gesagt, wenn jetzt ganz viele von euch ankommen und sagen, nein, aber ich meine, das ist ja kein Weltuntergang. Also, wir haben ja viele andere tolle Projekte hier auf dem Kanal. Aktuell Berlin X10, was ein großes Lieblingsprojekt auch von mir ist nach dem Autobahn-Polizeisimulator. Dann haben wir den Train Simulator, wir haben World of Subways immer mal wieder. Und wir haben auch in Zukunft neue Spiele. Jetzt kommt ja auch einiges wieder raus. Bald kommt zum Beispiel Coast Guard raus, der Küstenwache-Simulator, ist also auch ein bisschen was mit Polizei, da muss man dann unter anderem Flüchtlinge aus dem Mittelmeer retten, das könnte also sehr interessant sein. Es kommt der Bus-Simulator 16 raus, auch das könnte ein ganz interessantes Spiel sein. Es kommt City Economy raus, es kommt Emergency 2016, wobei ich noch nicht weiß, ob wir das hier auch spielen werden, aber das kommt auf jeden Fall auch noch raus. Boah, jetzt beschleunigt das Auto aber sehr, sehr langsam. Also noch langsamer als vorher. Mein lieber Mann. Und es kommen noch weitere Spiele und ein Großteil davon werdet ihr natürlich auch, ja, ich würde sogar sagen, fast alle Spiele werdet ihr natürlich auch bei uns finden. So.
Jetzt haben wir hier direkt die nächste Massenkarambolage verursacht. Sprechen wir mit der Unfallbeteiligten. Guten Tag, Sie sind sicherlich noch wegen des Unfalls aufgewühlt. Ich soll unbedingt nach Dokumenten und Alkohol fragen. Oh, was ist denn heute los? Habt ihr mir in den Kommentaren gesagt. Auch bei einem Unfall. Also mache ich das. Ich finde allerdings die Einsatzfahrten bei Tag wesentlich effektvoller. Muss ich sagen. Ja, also das ist hier nicht so effektiv, weil die haben sowieso nichts getrunken und keine Drogen genommen. Naja, eigentlich wollte ich nur auf den Seitenstreifen fahren, als mein Motor plötzlich angefangen hat, Feuer zu fangen. Da habe ich so viel Panik gekriegt, dass ich die Leitplanke gekratzt habe. Oh Mann, da muss ich fast über mich selbst lachen. So blöd klingt das. Nein, das klingt ganz und gar nicht blöd. Im Gegenteil, es ist lobenswert, dass sie so schnell reagiert haben. Eine in Mitleidenschaft gezogene Leitplanke, es hätte schlimmer kommen können. Das stimmt wohl. Sie können jetzt weiterfahren. Ist nicht mehr mein Problem, wir steigen zurück. Ein in unser Auto, wo aktuell noch das große Gefahrenschild oben dran geschlagen ist. Und dann... Ich sollte noch ein paar Leute von euch grüßen. Jetzt weiß ich die Namen nicht mehr, aber all diejenigen, es waren ja mehrere, kann man auch gar nicht alles aufzählen, aber all diejenigen, die gegrüßt werden wollten. Zentrale an Karl Mohr 01. Eile ist geboten. Es gab einen Unfall auf der A2. All diejenigen, die. Gegrüßt werden wollten, fühlen sich hiermit dann hoffentlich auch angesprochen. Und wie gesagt, all diejenigen, die noch, die sich nicht trennen können, schaut auch mal bei den anderen Projekten da vorbei. Ich bin mir sicher, es werden auch Sachen dabei sein, für die ihr euch dann hier auf dem Kanal begeistern könnt. Oh. Und man kann auch im Archiv nochmal schauen. Ich weiß noch nicht ganz, es gibt das Spiel Polizei 2013. Und da fahre ich hier auch wieder raus. Und dieses Spiel, das könnte ich natürlich mal spielen. Das kommt irgendwie Anfang Dezember oder sowas in so einer Sammelbox von Simulation raus. Könnte ich einfach mal gucken, ob ich diese Sammelbox bekomme. Wenn ja, dann wäre das ja eventuell was. Dann könnte ich nochmal eine Runde Polizei 2013 spielen. Ich weiß auch nicht, ob es da jemals eine Neuauflage von geben wird. Keine Ahnung. Ich bin aber eher unzuversichtlich. Obwohl, ich glaube nicht, dass das unerfolgreich war, aber ich glaube, dass, also ich meine, das war von den Emergency-Machern. Und ich glaube, die Emergency-Macher sind jetzt vor allen Dingen mit Emergency beschäftigt. Die machen ja mit Deep Silver dauernd Neuauflagen von Emergency 5, glaube ich, ist das gewesen, ja. Und ich soll auch noch Warnblinkanlage anmachen. Fällt mir gerade ein. Habt ihr mir? So. Und jetzt? Nee. Ich glaube, ein bisschen zurücksetzen müssen wir noch. So, jetzt aber. Aha, da ist auch schon der Krankenwagen. Da ist ein Auto. Auch, oh Gott, so richtig dramatisch hier. Naja, gut, dann wollen wir erstmal... Dann wollen wir erstmal ein bisschen Ordnung ins Chaos bringen und
absperren. Das die Aufgabe meistern, die wir am besten können mittlerweile. Genau. Es ist natürlich jetzt extrem ressourcenfressend, weil hier so viel Rumgeblinke ist. Und das bei Nacht, das heißt extra stark und so, das ist natürlich, das verursacht dann auch schon mal solche, ja, Ruckelpartien hier, kann man es ruhig nennen schon. Da vorne auch die Feuerwehr. Die wird ja auch erst gespawnt, wenn man den Einsatzort erreicht hat. Mensch, da ist ja ganz schön was zu skizzieren. Ja, das ist also im Moment so die aktuelle Lage, beziehungsweise das steht jetzt so an hier bei dem Autobahnpolizeisimulator. Das steht das Ende an, so sage ich es vielleicht ein bisschen deutlicher. Beziehungsweise, wie erwähnt, auf jeden Fall eine Pausierung. Ich kann mir gut vorstellen, dass ich das in einem Monat oder sowas nochmal spiele. Ganz einfach, um nochmal, ja, das nochmal so ein bisschen in Erinnerung zu rufen. Vielleicht hat sich ja bis dahin auch schon was verändert oder vielleicht gibt es irgendein DLC oder irgendwie sowas. Das wäre ja toll, glaube ich zwar nicht, aber man darf es ja zumindest mal hoffen. So, ich muss auch gucken, ich habe sonst zu viele Let's Play-Projekte gleichzeitig. Das kriege ich nicht hin, ihr wisst. Ich bin selbst noch Schüler und muss gucken, dass ich auch das Leben abseits von YouTube so irgendwie hinbekomme. Und das ist manchmal zeitlich echt eng. Und deswegen, ja, muss ich halt gucken, dass ich nicht zu viele Let's Play-Projekte annehme, beziehungsweise gleichzeitig führe. Und da ich jetzt ein neues Spiel habe, muss das alte jetzt langsam zur Seite gelegt werden. Aber ich meine, sollte eigentlich auch kein Problem sein. So, jetzt noch hier das umgestürzte Auto. Boah, eine richtige Massenkarambolage hier. So, jetzt räumen wir mal die Teile weg. Hier haben wir zum Beispiel schon mal eine ganz schicke Autotür. Die können wir hier hin tun. Hier haben wir so ein Ding, so ein Mappad. Wo war denn hier? Plastikschrott haben wir hier noch. Ne? Und was wir natürlich auch noch haben, ist hier so ein Spiegel oder sowas, ne? Seitenspiegel, ja. So, gute Frau, Sie stehen da so merkwürdig. Sprechen Sie doch mal mit mir. Sie sind zwar sicherlich noch aufgewühlt, das kann ich auch verstehen, aber Sie müssen mir jetzt trotzdem mal kurz den Hergang erklären. Meine Knie sind noch ganz weich von dem Vorfall. Vor mir ist plötzlich jemand mit seinem Wagen ins Schleudern geraten. Instinktiv habe ich abgebremst, ohne über meine Hintermänner nachzudenken. Die haben zum Glück schnell reagiert, sonst wäre es wahrscheinlich schlimmer gekommen. Vielen Dank für Ihre Aussage, man kann wirklich von Glück reden, dass es nicht noch schlimmer gekommen ist. Ich kann gut verstehen, dass Sie noch geschockt sind. Aber das Angebot, dass man hier einen Krankenwagen holen könnte, das gibt's nicht. Notarzt oder also Seelsorger oder irgendwie sowas. Ich meine, wenn man unter Schock ist, dann muss man doch eigentlich auch irgendwie Behandlung bekommen oder sowas. Oder bekommt man eigentlich automatisch, oder? Naja, gut. Können Sie mir schildern, was geschehen ist? Ich weiß nicht genau, wie das passieren konnte, aber irgendwie habe ich die Kontrolle über mein Fahrzeug verloren. Quergestellt. Irgendwie habe ich mich dann auf der Fahrbahn quergestellt. Hinter mir türmten sich dann alle auf. Irgendwie ist das passiert. Ja, Zufälle gibt's, ne? Hinter Ihnen haben sich über 10 Fahrzeuge aufgetürmt. Ich sehe dort auf Ihrem Beifahrersitz ein Mobiltelefon. Sollte sich herausstellen,
da sie es während der Fahrt bedient haben, sollten, wird dies schwere Konsequenzen für sie haben. Seien Sie gewarnt. Alles Gute, das können Sie sicherlich gebrauchen, denn Mobiltelefon am Steuer benutzen, das ist eine Unart und das verlange ich auch von jedem, der einen Führerschein hat, heutzutage. Ich verlange von jedem, dass das Handy nicht benutzt wird. Das ist nun mal verboten und das hat gute Gründe und ehrlich gesagt gehöre ich auch zu der Fraktion, die wirklich nie im Auto das Handy auch nur anfasst. Nie. Ausnahmslos. Also das meine ich wirklich ernst, weil ich jetzt auch im Bekanntenkreis nochmal einen Unfall erlebt habe, der vermutlich auf die Nutzung des Handys zurückzuführen ist und ich finde das so unnötig. Ich meine, solche Sachen kann man ja gut verhindern, indem man einfach mal während der Autofahrt nicht drauf guckt. Und wenn es so wichtig ist, dass man drauf gucken muss, dann fährt man eben kurz auf den Parkplatz, macht Motor aus und Handbremse rein und dann schaut man mal kurz nach, um dann beruhigt weiterfahren zu können oder was auch immer. Ja. Oh, heute ist echt Folge der Gähner. Können Sie mir schildern, was geschehen ist? Sie haben es doch bestimmt schon alles gesehen, oder? Von mir lauter Zusammenstöße. Und plötzlich überschlägt sich auch noch jemand hinter mir. Der Wagen ist auf dem Dach... Ist auf dem Dach auf mich zugerutscht. Voll in mein Heck rein. Hoffentlich geht es dem Fahrer oder der Fahrerin gut. Ja, also ich würde mir erstmal Sorgen um mein eigenes Auto machen. Ob es dem Auto gut ist, dass es geht. Das ist doch die Frage. Gut, ich denke, wir haben jetzt alles gemacht, was in unserer Macht lag. Wir werden jetzt einsteigen, Klappe zu, Affe tot. Und haben da auch dann alles soweit erfüllt. Jetzt hat man sich an diese andere Steuerung gewöhnt. Wäre auch schwierig. So, wir werden jetzt zurück zur Dienststelle vielmehr, so. Kehren. Obwohl. Ah nee, den ziehen wir jetzt nicht mehr raus. Ich denke, es ist ein ganz schönes Ende, wenn wir jetzt nochmal so eine Massenkarambolage hatten. Und ja, bis auf Weiteres wird es dann hier alles pausiert bzw. beendet. Wenn ich jetzt gleich die Wache erreicht habe. Und dann schauen wir mal, also wie gesagt, es kommen noch andere tolle Simulationen raus und auch aktuell haben wir tolle Let's Play-Projekte. Also ihr könnt da beruhigt euer Abo hier auf dem Kanal aktiv lassen. Und genau, dann immer mal reinschauen, ob es was Neues für euch gibt. Ich bin mir aber sicher, da kommen der Landwirt kommt auch noch und der Holzfäller-Simulator und andere coole Dinge. Also das, wie gesagt, da kommt noch einiges. So. Jetzt gleich dürfte die Abfahrt kommen. Zentrale am Karl Mohr 01. Es gab einen Unfall mit Sachschaden auf der A28 hier in Richtung A20. Muss ich gleich ran. Fahren Sie dorthin und nehmen Sie die Daten auf. Aber wie lahm dieser Dings hier ist. Diese Karre. 140. Da kämpft sie auch schon. Jetzt geht sie wieder zurück. Wenn wir einen Berg hochfahren. Also, das ist definitiv kein Polizeiauto. So langsam fährt. Ja, habe ich keins. Wie viel PS haben Polizeiautos sonst so? Wäre mal ganz interessant. Ganz witzig, das hier ist ja ein Passat. Ich weiß gar nicht, darf der noch fahren?
Weil ich meine, da gab es ja irgendwie mit VW irgendwie diese Abgasdings. Das gilt zwar, glaube ich, nur für Golfmotoren, aber man weiß ja nicht, wo die noch so verbaut sind. Kann ja gut sein, dass hier auch so. Ich meine, der Golf, der lange Golf, ich weiß nicht, wie man den nennt jetzt, der sieht ja dem Passat ziemlich ähnlich. Vielleicht sind da ja auch die technischen Dinge ähnlich verbaut. Keine Ahnung. Naja, gut. Wir werden jetzt zurück auf die Wache kehren. Ich glaube, das ist hier, ne? Ja, ich meine schon. Das sah man jetzt gerade nicht so gut. Und dann werden wir entsprechend hier wieder zurückkommen und damit vermutlich ein letztes Mal hier einfahren, auch dann nochmal ganz vernünftig parkend. Nicht auf dem Behindertenparkplatz. Der ist ja nun nicht für uns. Ich sehe im echten Leben immer wieder Menschen, die sich auf Behindertenparkplätze stellen. Das, sowas finde ich asozial, muss ich ehrlich sagen. So, dann, damit auch jeder zufrieden ist, das Licht aus. Und dann würde ich sagen, hoppala. Ah ne, ich muss ja erst das Schichtende beantragen, genau. So war das ja. Ja. Und dann gehen wir jetzt ein letztes Mal Richtung Wache. Und ich würde sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wie gesagt, wenn ganz viele von euch jetzt sagen, in die Kommentare schreiben, weitermachen, weitermachen, weitermachen. Du musst und was du und mir noch auf jeden Fall mit dazu schreiben, was ich noch zeigen soll. Beziehungsweise ob freies Spiel weiter oder Karriere oder so, dann können wir darüber reden. Ansonsten ist das hiermit beendet, beziehungsweise auf jeden Fall pausiert. Bis zum nächsten Mal. Eventuell sage ich Tschüss. Ansonsten war es das komplett für diese Reihe. Und in dem Fall, und wovon ich ausgehe, dass eben nur ein paar Menschen weiter Videos von dem Autobahnpolizeisimulator haben wollen, würde ich einfach sagen, war es das von dem Autobahnpolizeisimulator. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns sicherlich bei der nächsten Let's Play-Reihe dann wieder. Bis dahin sage ich Tschüss!